Hallo, Pizzane, herzlich willkommen zu Rap Mir. Heute geht es um das Reaktionsvideo zu O-Dog von Cilla, dem Killer. So. Okay. Trauriger Beat. Okay, ich bleibe ein Phänomen. Seit meinem ersten Demo-Tape bin ich auf der 808. Ich scheiße auf dein Engagement. Ich mach dich zu meinem Punching-Board. Ich guck vorbei wie Crocodile. Ihr Lookalike seid butterweich, alle voller Futterneid. Denn ihr seid alle blank Striptease. Die Kulisse ist mega nice, scheint irgendwie so ein Kiosk zu sein oder sowas. Doch ich hab nur Kies im Auge, so wie Swiss Beats. Ich bin cool, von dem Haar bis in die Fußspitzen. Welche Bitch steht heute auf der To-Do-Liste? Tausend neue Song-Idee, Spotty geht, Pfeiler meiner Bonität. Also, ich bin mal gespannt, was jetzt die Hook werden soll. Dicker, guck, ich bin in Hochform, Gefahr für die Gesellschaft, Junge, nenn mich Showdog. Oh, Freunde, das fehlt mir irgendwie so ein bisschen bei den meisten Rap-Videos heutzutage oder allgemein bei den meisten Tracks. Es gibt einfach, ich bin so ein Fan von Filmskits und ich weiß nicht, ob ihr, das ist Dennis to Society, Menace to Society, der Film, das ist, O-Dog ist der dunkle junge Mann, der jetzt den Mord begeht. Kein Gesetz schüchtert mich ein. Mega nice, dass er das mit eingebaut hat. Ich bin da mega Fan von und sehe das einfach viel zu selten. Die Rechtslücken sind breit, Kick-Killer. Ich hab gelernt, geschäftstüchtig zu sein. Als Kind schmiss ich Münzen in die Blechbüchsen hinein. Schreib und schreib, ich bin für das Wettrüsten bereit. Bitches behaupten, ich bin nur ein sexsüchtiges Schwein. Weil ich rappe davon und viele dieser Dreckstücke beschreibt. Dicker, ich bin fresh wie ein aus dem Nest. Weil ich rappe davon, dass Rap eigentlich jeder Rapper, sogar die Frauen rappen das schon. Aber okay. Ich kam von Berlin West bis an die Westküste auf Weiß. Mein Text ist rabiat, euer Text ist Plagiat. Ich sehe mehr Kopien als in einem Sekretariat. Ich sehe mehr Kopien als in einem Sekretariat. Okay. Mach mir nicht auf Star in deiner Snap Story. Du Beleidigung für jeden Set-Promi. Ich sitz noch immer auf meinem hohen Ross. Der Koloss, der dich K.O. box wie Krokop. Bis deine Fresse aussieht wie nach einer Er ist mir nach wie vor sehr sympathisch, also. Er rattert sein Ding hier runter so. Ist einer meiner Lieblingsrapper und für mich auch so ein Stammspieler der deutschen Rapper so. Er gehört einfach dazu, auch wenn er bislang noch nicht so erfolgreich gewesen ist. Ja, jetzt tötet er nämlich auch die Frau vom Kassierer. Und danach durchsucht er so die Leiche und beziehungsweise geht an die Kasse, macht die Kasse auf und da sind irgendwie nur 6 Dollar drin oder sowas. Und dann durchsucht er die Leiche und dann findet er halt in der Hosentasche noch Geld und unter den Socken und so. Und, naja, dann hauen die halt irgendwann ab. Okay, relativ kurzer Track, wie es aussieht. Mega schönes Video, mega schön gemacht. Ja, also genial performt, ziemlich selbstsicher wie sonst auch. Und das Einzige, was mir bei Cilla so ein bisschen fehlt, auf diesem Track jetzt auch wieder, mir fehlt so ein bisschen die Aggressivität. Ich weiß, dass Cilla Hunger hat, aber ich höre es einfach nicht. Ich habe jetzt aus dem Track so ein bisschen die Frust gehört, aber ich höre einfach nicht, dass er Hunger hat. Ich weiß nicht, Freunde, wisst ihr, was ich meine? Das fehlt mir noch ein bisschen. Ich meine, es gibt kaum einen anderen Künstler in Deutschland, dem ich so sehr den Erfolg gönne und wünsche wie Cilla. Und
Dieser Knackpunkt ist einfach noch nicht erreicht. Da fehlt einfach noch das gewisse Etwas. Er hat, ich meine, dass er abliefern kann, das wissen wir inzwischen schon alle. Er hat inzwischen schon einige Alben gedroppt, hat ein bisschen Pech gehabt in der Vergangenheit, ist auch so ein Stehaufmännchen. Also für jeden, der sich irgendwie orientieren möchte, ist meiner Meinung nach Silla schon ein Vorbild. Aber dieses Musikding, ich weiß nicht, vielleicht fehlt ihm noch ein kleines bisschen Glück, bis er dann endlich den großen Durchbruch schafft. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen. Silla Instinct. Silla Instinct 2. Ich freue mich schon auf das neue Album. Bin gespannt, wie das wird. Und ich hoffe, wir können demnächst nochmal zu einem anderen Track zu oder von Silla reagieren. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. Wie fandet ihr den Track, Freunde? Wie fandet ihr den Beat? Schreibt es mir unten gerne in die Kommentare. Falls ihr eine Idee habt, auf wen wir als nächstes reagieren sollen, dann schreibt mich an, sagt mir Bescheid, Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Давайте, пацаны.